Ja, Thorsten, freut mich, dass wir es heute endlich einmal geschafft haben. Gerne doch, ja. Wir haben es jetzt öfters verschoben. Ich keine Zeit gehabt, du keine Zeit gehabt. Aber jetzt sind wir oben. Jetzt haben wir es geschafft. Wo sind wir denn eigentlich überhaupt? Da sind wir auf der Dalfatzalm oberhalb vom Aachensee. Ja. So auf 1600 Meter Höhe. Ist die Sonne schon ein wenig weg, jetzt ist schon ein wenig kalt. Es wird frisch langsam, jetzt noch ein bisschen mehr anzogen. Obwohl Juli ist. Ja. Aber gut. Ja, ich darf jetzt ein paar Fragen an den Thorsten stellen. Gerne doch. Wer ihn noch nicht kennt, Link wird eingeblendet und auf jeden Fall anschauen. Ja, genau. Stell dir mal kurz vor, wer bist du, seit wann fotografierst du und wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Ja, also gesagt, ich bin Thorsten Mühlbacher. Fotografiere schon seit meiner Jugend eigentlich. Habe da damals mit den kleinen Kompaktkameras bin ich bei den diversen Schulausflügen und so weiter mitgenommen und habe da meine Knipsereien angestellt sozusagen. Analog zuerst einmal. Analog auf jeden Fall, ja. Selber entwickelt dann oder? Zeitlang einmal probiert, aber es ist dann einfach die zeitmäßig dann ist es dann, bis es alles entwickelt ist, bis du alles hast, dann ist es einfach so zeitaufwendig und ja, verlierst nachher die Freude dran. Deswegen bin ich dann seit 2003 eigentlich auf die Digitale umgestiegen. Mhm. Angefangen mit der digitalen Kompaktkamera und irgendwann nachher ist dann die digitale Spiegelreflex geworden. Und da bin ich treu geblieben jetzt. Ja. Was sind deine Hauptbereiche von der Fotografie? Meine Landschaft, das wissen wir, aber gibt es da was anderes auch noch, was dich voll taugt, voll fasziniert? Ja, ich sag, Landschaft, Reise, Natur ist so mein Hauptgebiet eigentlich. Menschen ist auch interessant, sage ich mal. Ist aber wieder ein ganz anderes Thema wieder. Ja. Obwohl, ich mache auch Hochzeiten. Okay. Und da kommen wir ab und zu wieder, glaube ich, in den Menschen rein wieder. Bei einer Fotografie. Ich muss was, ja. Geht nicht nur und, aber es ist nett, wenn man das Bild finden kann ein bisschen. So die Landschaft mit der Hochzeit. Dass da irgendwie so eine Symbiose findest, dann ist das interessant dann. Es gibt immer wieder so geile Bilder, Nachbilder, wo die Milchstraßen dabei ist und Brautpaar, ist meistens Photoshop. Mhm. Aber es ist schon cool, ja? Wenn du das ein wenig kombinieren kannst, gefällt mir meistens auch gut. Kann man es dann blitzen so, wenn du einbaust? Ja, du musst einblitzen dann, ja. Es gibt coole Sachen. Photoshop ist natürlich auch dabei. Ja, na klar. Immer bei Milchstraße. Ja. Du reist ja sehr viel, hast du gerade gesagt, das taugt dir recht viel. Ja. Zum Ersten, mit wem reist du meistens? Alleine oder mit der Familie? Nein, ich schaue, also, wenn es geht, schon oft meine Frau verreist. Und heuer war das erste Mal eigentlich, dass ich mit der Fotogruppe gereist bin. Mhm. Lofoten war das, oder? Lofoten, genau. Da war ich mit ein paar Fotokollegen aus Tirol unterwegs. Ja. Da haben wir eine Reise eigene auf die Füße gestellt eigentlich und sind da eine knappe Woche umgerast auf die Rollerpfoten, auf der Jagd nach Nordlichtern und nach Nordlichtern haben wir gesehen, die ersten vier Tage waren schön Wetter und dann hat uns der nordische Wind eingeholt. Gehört auch dazu. Gehört dazu, haben wir schon mal gesehen, so ein schöner Schneesturm. Wir sind ja keine schönen Wetterfotografen. Auf alle Fälle nicht. Eigentlich schon. Ja, ja. Welches Land hat dich bisher am meisten beeindruckt? Welches Land? Gute Frage. Also die letzten 10 Jahre bin ich eigentlich fast nur noch Norden gereist. Ja. Dadurch. Zückt sich gar nicht, oder? Süden, ja, Süden und das sind ja schöne Plätze. Wir waren, wie gesagt, auf Mallorca, was traumhafter Platz ist zum Fotografieren. Ja, weil vor 2 Jahren. Ja. Das sind so schöne Buchten. Auf alle Fälle. Hammer, ja. Nicht nur Ballermann oder so. In der Stadt. Ja, so ist es, ja. Ist echt. Ja, Mallorca ist ein wirklich heißer Tipp. Was auch schön ist Teneriffa. Okay. Die oben noch auf dem Teide, die ganze Vulkangegend. Aber uns hat es ja halt doch, ich mag so die Hitze mag ich nicht so. Deswegen zieht es mich mehr in den Norden. Und seit ich vor über 10 Jahren das erste Mal nach Schweden gefahren bin, hat mich das Land eigentlich dann fasziniert. Okay. Und die letzten Jahre, also abwechselnd Norwegen, Schweden, Island. Antarktis? Antarktis hat natürlich auch seinen Reiz. Ja, ist halt, sagen wir so, nicht so schnell unten, sagen wir mal. Ich kann nicht sagen, jetzt habe ich mir kurz einen Flieger und fliege in den Antarktis. Nein. Aber ich finde Arktis, also auf Spitzbergen. Ja. Es ist knapp 1000 Kilometer unter dem Nordpol. Da bin ich gewesen im Winter. Hammer. Es war einmalig. Eisbahn habe ich leider keiner gesehen. Vielleicht haben sie mich gesehen, aber es war natürlich. Wir haben einmal ein Whiteout gehabt, also wir haben nichts mehr gesehen. Und hat aber seinen Reiz. Ich stehe auf so Naturereignisse. Aber ist schon hart, gell? Auf alle Fälle. Schafft nicht jeder. Das ist schon. Wenn du musst schon einen starken Wind haben. Ja, so, jeder mag nicht so die Kälte. Jetzt, vor allem das Schlimme ist, dass viele sagen, wenn ich sage, ich fliege nach Schweden und so weiter, oh, das ist da kalt oben und so weiter. Klar, kann auch kalt sein, es kann bei uns auch kalt sein. Ja klar, bei uns ist es momentan kalt. wir haben Ende Juni, wir sitzen in Daunenjacke da. Ja. Und klar ist einmal, dass halt in Spitzbergen, dass halt da mit minus 30 Grad kommen hat. Aber wenn du hinfährst, rechnest du mit dem.
Ja, klar. Und auch wenn du nach Schweden fährst, du rechnest mit dem, dass du dir einen Stand legst und fein hast. Also ist eine ganz andere Atmosphäre da wie da. Aber Süden hat auch was, klarweise. Ja. Kleine Geschichte dazu, vor 2 Jahren. Waren wir in Schweden, haben wir ziemlich mieses Wetter gehabt und haben gesagt, nächstes Jahr Italien. So war es dann auch. Wir sind dann ein Jahr drauf nach in Toskana gefahren. Ja. Ja, was soll ich sagen? Es war, ich glaube, es war Juni, was war. Es waren Temperaturen wie in Schweden. Wir haben, glaube ich, maximal 17 Grad gehabt. Es hat fast 10 Tage durchgeregnet. Und zur gleichen Zeit war es in Schweden um 25 Grad warm und die Sonne scheint. Also, da du die Kälte magst, war es eh gescheit, dass du das kannst, weil in Schweden war es eh warm. War viel zu warm, ja. Und so haben wir uns entschieden, nachher ist ja drauf wieder nach Schweden zu fahren. Und dann haben wir, sind wir im Sommer gefahren und haben wir 30 Grad gehabt und es war einfach herrlich. Super. Ja, und das Land lässt sich nicht mehr raus. Da. Ist ja klar, ja. Welches unbereiste Land steht bei dir ganz oben? Unbereiste Land. Du weißt noch nie, du willst unbedingt mal hier, aber es hat einfach noch nicht gepasst. Gute Frage, gute Frage. Es gibt viele Länder, wo es interessant war. Was sicher interessant war, irgendwo in dem asiatischen Raum Himalaya. Mhm. Ich war zwar schon in Tibet, ja. Hab da aber nicht so fotografiert noch. Okay. Ich hab da noch analog gehabt, hab mehr geknipst sozusagen. Mhm. Und da nochmal hin nach Tibet oder so mit der Digitalkamera wäre schon ein Hit. Ja. Ja. Das würde mich schon reizen. Oder Burma, Bhutan, da in der Gegend da. Das wäre schon mal. Oder Antarktis, glaube ich. Schöne Gegend. Schauen wir mal, was 2016 dann nächstes Jahr bei dir ansteht. Schauen wir mal, was das bringt, ja? Wenn wir gerade dabei sind, welche Länder kommen heuer noch? Was steht heuer noch im Programm bei dir? Ich glaube, heuer kommt nichts mehr. Okay, es gibt es aber nicht. Ja. Nein, du, es ist, muss auch mal daheim bleiben, auch mal. Okay, das ist eher schön. Du hast dich direkt daheim. Von der Haustür, gell? Ich habe ihn angeholt und von dir sind wir 5 Minuten hergefahren vielleicht. Und dann aufgegangen, das ist ja wirklich traumhaft. Nein, aber doch, heuer schon. Im Februar Telefoten gehabt, dann jetzt im April war das mit Sony in London und jetzt in Schweden nochmal. Irgendwann reicht es, sag ich mal. Da. Also, irgendwann muss man arbeiten einmal und nein, da haben wir es von der Haustür auch schön gesagt. Ja, klar. Ja. Wenn das Wetter passt, geht es da raus in der Natur. Du hast gerade Sony angesprochen. Du hast ja heuer einen Sony Award gewonnen von der Kategorie Landschaftsfotografie. Wie war das? Es ist die Kategorie vom National Award, National Award. National Austria. Weil da werden die ganzen Einsendungen von Österreich sogar zusammengemischt. Genau, ja. Gratuliere offiziell noch einmal. Wie war das für dich? Erzähl mal, wie hast du das mitgekriegt, dass du überhaupt gewonnen hast? War das eine E-Mail oder ein Brief? Das ist eine E-Mail, genau. Ja. Ja. Und was ist da in deinem Kopf vorgegangen? Eines Tages ist mal die E-Mail gekommen, eben, dass halt, ja, bin ausgewählt worden für. Es ist witzig, da stand eine E-Mail, sie haben gewonnen. Mhm. Und im dritten Satz weiter standen dritter Platz. Denke ich mal. Gewonnen, dritter Platz, irgendwas passt nicht da. Kurz nachgefragt und gesagt, nein, es war schon erster Platz und freilich feiern sich da. Es ist bei so einem großen Wettbewerb mit da. Yeah. Sag, es war dann, das ist so halt nur der National Award, aber ich schätze schon, dass 2, 3 Österreicher mitgemacht haben, 3 auf alle Filme, weil es sind so 3 Plätze gegeben mal. Haben schon viel mehr mitgemacht. Ich schätze schon, ja. Und nein, es war ein Erlebnis, ja. Ja. Bist du dann nach London eingeladen worden, zur Gala und zur Ausstellung? Genau, genau. Das war schon. Waren wir Sony, haben wir in London eben alles dann miterlebt. Ich war mit den Schweizer Teilnehmer waren wir zusammen und haben 2 nette Tage in Stockholm, in London gehabt. Ja. Sehr schön, sehr schön. Voll. Ja, cool, wenn das auch gebührend gefeiert wird. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Wenn das anerkannt wird, gell? Ja. Feine Sache. Und vor allem, der Sony ist ja eigentlich ein sehr großer Wettbewerb und mache es das 5. Mal mit. Mhm. Die ersten Jahre war Lehrpost sozusagen. Ja. Und eigentlich der größte Erfolg war vor 3 Jahren, da war ich schwarzlistet. Das heißt, in die Top 10 von Hauptkategorie. Ja. Das macht dann schon ein bisschen Spaß. Ja. Aber da, weiß man das dann, wie weit du da warm bist? Oder sagt man weiß den ersten Platz vermacht, okay. Aber zwischen Platz 2 und 9 oder 10. Wo du unter die ersten 10 auf alle Fälle, ja. Sagwürde. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ja, gut, ja. Sowieso. Du machst ja die Fotografie als Hobby eigentlich, so nebenbei mehr oder weniger. Du arbeitest da grundsätzlich. Was machst du eigentlich? Also, was ist dein Hauptjob? Also die Hauptgeldquelle sozusagen, ja, genau. Ist, ich arbeite als IT-Systemadministrator. Nebenbei halt nebenberuflich die Fotografie, so gut es geht halt, sag ich mal. Weil es ist ein normaler 4-Stunden-Job von Montag bis Freitag. Da bleibt man dann nur mal das Wochenende übrig. Und irgendwann sollte für die Frau auch da sein, irgendwann kriege ich es schon mal auf den Deckel. Ja, so, du bleibst auch daheim mal.
Nein, ich versuche so gut es geht, das zu verbinden, ja. Das Ganze. Aber für das bist du ja ganz schön viel unterwegs. Machst du ja viel, gell? Auf alle Fälle, ich versuche so gut es geht auszugehen. Und gut, wie gesagt, du hast es ja. Ich hab's nicht weit. Ich denke, jetzt fahren wir gleich rum da auf dem Alm da. Und. Na cool. So gut es geht, verbinde das Ganze, ja. Auf alle Fälle. Wie viel Bearbeitung, digitale Bearbeitung steckt in deinen Bildern? Also schaust du, dass du das meiste aus der Kamera zuerst einmal rausholst? Oder sagst du, ah, das mache ich in Photoshop, in Lightroom, verzögern wir ein wenig? Ja, sagen wir so, dadurch, dass ich ja wie die meisten im RAW fotografiere, dann muss was machen. Mhm. Gell? Aber ich schaue schon, dass vor Ort dann die Bedingungen passen, dass ich nicht mehr allzu viel machen muss. Ja. Ich versuche natürlich zu bleiben, nicht zu überzeichnen, nicht zu kontrastreich, nicht so bunt, sagen wir so. Mhm. Und ich versuche das. Was ich auch gerne mag, ist ein bisschen entsättigt sogar. Ja. Es ist Mode vielleicht, es ist in einem halben Jahr wieder weg, sagen wir so. Aber ich versuche schon, dass ich aus vielleicht ein Bild sogar das Maximum auszuholen. Mhm. Nicht einmal Belichtungsrein, obwohl ich in letzter Zeit ein bisschen mehr mache wieder, aber ich versuche echt aus einem Bild das Maximum auszuholen. Und ich hoffe, es gelingt mir so. Ja. Ja, voll, auf jeden Fall. Mir gefallen deine Bilder sehr. Danke, ja. Sind nicht so übertrieben wie viele andere Landschaftsfotografen. Das, manche, das ist schon natürlich, aber doch, man sieht doch die Bearbeitung auch. Also, genau. Das ist, also mein Geschmack trifft es ganz genau. Ja. Es sollte so das Zwischending sein zwischen gute Bearbeitung und natürlich. Ja. Nicht so überdrüber bunt wie. Gibt es auch manche, andere, ja. Genau. Und Lightroom, Photoshop, sind wir so Thematik. Was benutzt du? Beides. Also hauptsächlich, wenn man die Hauptbearbeitung ist im Lightroom, da schaue ich, was ich ausholen kann alles und den Rest dann schubse ich um nach Photoshop und mache dann ein bisschen, aber nicht viel Photoshop eigentlich, so wenig mit Masken und so weiter eigentlich. Weil wenn es mal unbedingt notwendig ist, dann schon, aber sonst ist eher. Was hast du nur vorgenommen für die Zukunft mit der Fotografie? So die nächsten 2, 3, 4 Jahre. Gibt es irgendein Ziel, irgendein ganz spezielles Highlight, was du uns noch... Ja, schauen wir mal, wie sich so entwickelt, sage ich mal. Also, ja, ein paar Pläne darfst du uns schon erzählen. Irgendwann, ja. Klar, die Reise gehört schon dazu dann noch. Mhm. Vielleicht irgendein Fotobuch oder irgendein Buch rausbringen. Fotobuch. Im Dezember veröffentlicht er ein Fotobuch, das sage ich jetzt. Im Dezember? Ja. Okay, dann weiß er schon mehr als ich. Wir werden alle das kaufen. Muss ich aber Gas geben. Fotobuch würde mir sehr gefallen. Ich sammle es sehr gern und ich würde auf jeden Fall eins kaufen. Ja. Weil da doch einige Regionen abklappert habe schon von der Gegend. Also da könnte sich vielleicht was entwickeln. Ja. Also im Dezember, Weihnachtsgeschenk. Mach mir einen Druck. Ich muss gerne Foto noch machen. Nein, würde mich freuen, war cool, ja? Ja, auf alle Fälle. Ja. Und sonst, ja, also weiterentwickeln halt, was so, was halt neben der Arbeit gesagt geht. Mhm. Vielleicht da im Tiroler Bereich noch ein bisschen was machen. Mhm. Mit dem Tourismusverband machst du ganz schön viel, habe ich geschenkt. Ein bisschen was mit diversen Hilfsverbänden, genau, und dass da vielleicht ein bisschen mehr noch was kommt. Super, aber ja. Ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, hauptberuflich glaube ich eher, dass ich es nicht machen werde. Nein, weil ich bin zufrieden mit meinem Job und ist ein guter Ausgleich auch, gell? So ist es. In der Arbeit vor dem PC sitzen und dann in der freien Natur. Und ich weiß nicht, wenn ich es als Hauptberuf machen würde, ob ich dann noch den. Mach ein Hobby, sehe das, ja. Sagt man ihm, oder? Ja. Ob ich nachher noch den Drang, den Spaß dran hatte wieder, weil dann muss ich ja eigentlich dann. Muss Geld verdienen. Ja. Genau, und jetzt kann ich sagen, ja, heute mag ich nicht da und bleib da. Na super, ja. Klar. Aber wer weiß, was denn toll ist. Das ändert sich auch schnell. Workshops? Gibst du Workshops? Workshops mache ich eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt so der Workshop-Typ eigentlich. Ja. Das aber schon ein paar Besuch da oder auch noch nicht? Eigentlich auch nicht, ne? Auch nicht, ja. Auf YouTube ab und zu mal, ja, so die Workshops durchbleiben und durchschauen. Aber selber besucht eigentlich. Nicht dann auch und geben auch nicht dann. Das müssen andere machen. Genau, ja. Nein, aber man kann nicht alles machen. Nein, eben. Aber ein Fotobuch. Fotobuch, ja, muss ich eben aufschreiben. Nur kurz zur Technik zum Abschluss. Ja. Welche Kamera fotografierst du momentan? Momentan mit der 5D Mark III. Ja. Diversen Objektiven von Weitwinkel bis leichten Teles, aber so 200. Du hast heute eine Sony zum Testen mit. Ja. Wechselst du das Lager zur spiegellosen Kamera? Ja, also spiegellos habe ich. Als zwei kann man nur die Olympus EM1 da haben. Stimmt, ja. Ist ein feines Teil, falls ich gar nichts. Ja. Ist halt kein Vollformat. Wo man Abstriche hast, vor allem so bei Nachtaufnahmen etc. Ja. Mit Rauschen und so. Und ja, bei Wechsel. Gute Frage. Je nachdem, was die nächste Generation von Sony-Kameras kann, wie die Unterstützung ist mit Canon-Objektiven.
Ja, mit Adapter grundsätzlich. Wenn das so gut läuft, wie Sie jetzt sagen, und die Kamera einen guten Eindruck macht und auch die Ergebnisse gut sind, wer weiß? Wer weiß? Jetzt hast du den Sony National Award gewonnen, vielleicht Sponsoring, hallo? Na, mal schauen, ob Sony mal springen lässt. Ja, vielleicht lasse Sony das Video noch. Ich bin Na klar. Okay, aber wer weiß. Ich sag das. Jetzt haben wir schon wieder fast 15 Minuten. Thorsten, hat mich gefreut. Gern noch, ja. Wir werden jetzt nur schauen, dass wir unser Quartier beziehen und dann am Milchstraßen vielleicht fotografieren. Falls es ergibt, ja. Die Milchstraßen gibt es sicher, aber falls es ergibt, einer, ja. Sehen wir mal, ja. Genau. Ob du das hinter Wolken sehen, aber feiner Seite kann ich nach Tirol. Jedes Zeit. Den wieder. Den weiten Weg auf dich genommen hast, gell? So weit war es jetzt auch nicht. Hier auf der Uhring Alm da. Ja, freut mir. Und jetzt machen wir uns einen gemütlichen Almabend, Hüttenabend und dann schauen wir, was der Abend noch bringt vom Wettertechnischen her. Genau. Fein. Danke. Danke.